dass alles gleich sein soll, das möchte ich nicht. Vom Fuß der Blauen Berge ein gegrüßet seist du mir Internet zur Folge 20 der philosophischen Trilogie Abstraktionen, Nominalismus, Sprachkritik. Weiter geht's mit einer etwas längeren Passage vom Ernst, dem Kassierer. Nummer 111, alles anschnallen. Und schon geht's los. Denn in der herkömmlichen Theorie der Begriffsbildung wird das Allgemeine, das den Inhalt des Begriffs ausmacht, immer erst nachträglich aus dem Besonderen, das als solches vor aller begrifflichen Bestimmung als gegeben gilt. Und hier fällt mir wieder auf, dass ich das falsche Werkzeug habe, wie so oft. Als gegeben gilt, entwickelt und genommen. Also das Allgemeine aus dem nachträglich Besonderen gegeben gilt, entwickelt und genommen. Es bildet demnach ein sekundäres Produkt, das gleichsam in einer ganz anderen Ebene liegt als die primären anschaulichen Elemente, an welche die Begriffsbildung anknüpft. In der Beziehung dieser beiden Ebenen zueinander ergeben sich alsdann all jene Schwierigkeiten, die in dem mittelalterlichen Kampf um die Realität der Universalien ihren bekanntesten und prägnantesten Ausdruck gefunden haben, die aber in anderer Fassung und Formulierung noch bis tief in die Philosophie hinein weiterwirken. Sie indessen die echten wissenschaftlich fruchtbaren Begriffe sind indessen die echten wissenschaftlich fruchtbaren Begriffe als Ausdruck von Relationen erkannt. So schwindet die eigentliche Schwierigkeit, denn die Relation ist nichts Vermitteltes und Nachträgliches, was zum anschaulichen Bestand hinzutritt, sondern sie bildet eine konstitutive Bedingung dieses Bestandes selbst. Also insofern Bekanntes hier, dass das Allgemeine immer erst aus dem Besonderen, das als solches vor aller begrifflichen Bestimmung als gegeben gilt, dass inwieweit dieses Besondere nicht gegeben ist, sondern immer schon als Allgemeines zu gelten hat. Auch hier in diesem Fall ist die ganze Passage ist aus objektivistischer Sicht betrachtet und auch dieses Besondere ist schon etwas Objektives und Allgemeines, das Besondere an sich, von dem ist hier die Rede. Das eigentliche grundsätzliche erkenntnistheoretische Problem, wie aus dem Besonderen, das eigentlich ein Irgendetwas ist, das völlig kommensurabel irgendeiner Logik gegenübersteht, inkommensurabel, ist hier die übliche Methode der Logik, das Besondere als Teil des Allgemeinen zu betrachten, also schon als Allgemeines mit in die Rechnung zu nehmen. Zwar als kleinstes Individuum, aber eben doch vom logischen Standpunkt her betrachtet als Teil des Allgemeinen. Die Inkommensurabilität, diese logische, unüberbrückbare Kluft zwischen Wort und Sache scheint hier als Problem gar nicht auf. Man fängt gleich mit der formalen Rechnerei an und es spielt im Grunde genommen keine Rolle, ob hier irgendetwas als primär anschauliche Elemente da bezeichnet wird, weil das alles über
die eigene Problematik hinwegtäuscht, dass diese anschaulichen Elemente nicht anschaulich sind im Sinne von fassbar oder begreifbar, dass es sich hier um ein irgendetwas handelt, das da angeschaut wird, inwieweit da diese Anschauung schon begrifflich ist und notwendigerweise begrifflich sein muss, spielt hier überhaupt keine Rolle, dass die Frage der Abstraktionen, inwieweit Abstraktionen real sein können, immer noch nicht geklärt ist, weil es weiter State of the Art ist, sozusagen so zu tun, als könnte ein Begriff, eine Realität ohne irgendeinen Wertgedanken, ohne irgendein Interesse, völlig wertneutral beschreiben. Das ist immer noch aktuell, ist auch hier, wird auch von Cassirer praktiziert. Was hier nämlich als Relation bezeichnet wird, dass es sich hier um nichts Vermitteltes handelt und Nachträgliches, das ist so nicht richtig, da eine, der Punkt bei der Relation ist, dass damit eine Relativität ausgesprochen wird, ein ins Verhältnis setzen zwischen zwei Größen, von denen die eine willkürlich ist. Es gibt da kein, in diesem Verhältnis setzen, kein so und nicht anders, weil eben viele Verhältnisse eben möglich sind. Und diese Infragestellung der objektiven Allgemeingültigkeit ist eigentlich die entscheidende Sache, über die da mit noch so knapp am Ziel vorbeigeschossenen Analysen immer nur hinweggetäuscht wird, weil man am Ende dann doch in einem Objektivismus landet, der sodass sich im Prinzip am ganzen System nichts ändert. Man hat nur die Akteure bzw. die Begriffe ausgetauscht, die angeblich zu korrigieren waren, um dann wieder den alten Status quo der Allgemeingültigkeit herzustellen. Darüber, dass mit einer in Relation setzen die wissenschaftliche Objektivität über Bord geworfen ist, wird kein Wort verloren, sodass die Wissenschaft, wie sie bisher betrieben wurde, nicht mehr weiter betrieben werden kann. Zumindest nicht unter der Ägide der Allgemeingültigkeit, sondern diese Allgemeingültigkeit hat sich unterzuordnen einem schnöden Zweck, einem ordinären Nutzengedanken und ist weit davon entfernt, da in irgendwelchen idealistischen Höhen der absoluten Allgemeingültigkeit und Wahrheit und Erkenntnis und so weiter sich da zu bewegen. Gut. Es geht weiter wieder mit einer etwas umfassenderen Darstellung von Karl Vorländer, der Universalienstreit. Da heißt es, die einen, die Realisten, behaupten, indem sie sich dabei auf Plato, von dem freilich damals nur ein Teil des Timaeus bekannt war, beriefen, dass die Gattungsbegriffe, das Ursprüngliche und Wirkliche sowohl der Zeit wie dem Rang nach als die wahrhaften Dinge res seien, welche das Besondere aus sich erzeugten, also die Universalien anterim, das heißt nach der oder vor
vor der Realität. Demgegenüber behauptete die andere Partei, den Nominalisten, dass die allgemeinen Begriffe bloße Worte, Nomina, Voces, Stimmen, Schall oder Abstraktionen des Verstandes seien, während in Wirklichkeit nur die Einzeldinge existierten, Universalia, der Realität. Zwischen beide schob sich später eine vermittelnde, auf Aristoteles sich berufende Ansicht, sogenannter gemäßigter Realismus, wonach die Universalien zwar real existierten, aber nur in oder an den Einzeldingen, Universalia in re. Also beim Letzteren ein besonderes Zirkusstück, Quadratur des Kreises. Was ist da für uns von Bedeutung? Also festzuhalten ist, dass für Nominalisten die allgemeinen Begriffe bloße Worte sind. Und der Punkt ist der, dass eben keine Verbindung, das ist da in diesem Nominalismusstreit etwas unklar. Wenn es heißt Universalia post rem, wären ja im Grunde genommen diese Tatsachen oder die Realität, die würde ja deswegen doch existieren. Also die Frage der, wie da diese Realität existiert, die sorgt für einigermaßen für Unklarheit. Hier müsste ganz klar dieses Re als Tatsache ist ja vollkommen fragwürdig. Es handelt sich ja nur um Erscheinungen oder eben um ein Irgendetwas, völlig formlos. Und hier, meine ich, sorgt dieses Re nur für Verwirrung, dass nicht klar geschlussfolgert werden kann, dass es keine Erkenntnis, keine objektivistische Erkenntnis geben kann und auch dieses Universalia post rem keine Erkenntnis darstellt, weil eben dieses Re völlig unbestimmt ist und deswegen die Universalia willkürlich sind. Der Zweckgedanke, das ist das, was mir hier fehlt. Das Subjekt ist hier weiter ausgespart, entsubjektivierte Darstellung. Und der Wille, kein Interesse zu spüren, also die Intentio, die ist zwar schon im Mittelalter, spielt schon eine Rolle, aber ist nicht, es gibt jetzt meines Wissens keine Stelle, wo mit dem Begriff der Intentio diese, wie soll ich sagen, Ungereimtheit mit dem Realitätsbegriff da etwas klarer gestellt würde. Mit der Intentio und mit dem Wollen wird dann ja auch der Machtbegriff ausgespart. Der spielt da keine Rolle und ist auch keine Notwendigkeit, keine größere Notwendigkeit als jetzt hier. Mehr oder weniger logische Spielereien sind es. Da wird nicht der Legitimitätsfrage größere Bedeutung beigemessen, von der Logik weg zu den tatsächlichen Realitäten, eben den Machtverhältnissen, wenn überhaupt von Realität einen Sinn hat,
In der Regel wird dieser Realitätsbegriff dazu verwendet, um Machtverhältnisse zu schönen. Das gilt ja bis auf den heutigen Tag. Da ist die Realität eine Macht, gegen die man machtlos ist, und diejenigen, die noch quasi grün hinter den Ohren sind, die werden mit dieser Macht schon noch ihre Erfahrungen machen, so ungefähr. Es geht weiter mit einer sehr anregenden Arbeit von Meinung mit seinen Hume-Studien. Einmal zum Nominalismus und zum anderen Relationsbegriff ist die Aufmerksamkeit schon mal auf das gelegt, um was es geht, und zwar um eben die Rolle der Sprache, Nominalismus, und dann was es mit den Relationen auf sich hat. Aber auch hier ist ein eifriges Bemühen und eine oft zutreffende Analyse führt dann doch wieder zu einer Gegenstandstheorie, speziell von Meinung, die nichts zu wünschen übrig lässt, was Widersprüche angeht, sage ich mal so. Um etwas unaufgeregt zu bemerken. Also, die Nummer 113, ich lese vor: Es liegt in unserer Macht, die Aufmerksamkeit bei der Betrachtung eines Individuums in einem solchen Maß auf einige Merkmale desselben zu konzentrieren, dass wir infolgedessen von den übrigen Attributen absehen können. Wenn sich das aber so verhält, dann ist auch ein großer Teil von Berkeleys Polemik völlig gegenstandslos, denn gehört die Aufmerksamkeit auch zu jenen Tatsachen des geistigen Lebens, für deren Erklärung die Psychologie noch am allerwenigsten getan hat, so kennen wir sie doch dank der inneren Erfahrung gut genug, dass die Frage nach der Abstraktion wenigstens als gelöst zu betrachten ist, sobald sich diese auf die Phänomene der Aufmerksamkeit und der Ideenassoziation zurückzuführen lässt. Also, was ist jetzt hier Meinungsbeitrag in unserer Veranstaltung? Es geht um die Aufmerksamkeit, das Interesse mehr oder weniger bei der Betrachtung eines Individuums. Es muss jetzt hier kein Mensch gemeint sein, irgendein Gegenstand, ein Individuum. In einem solchen Maß auf einige Merkmale desselben zu konzentrieren. Also es liegt in unserer Macht, der Machtbegriff des, sowas lese ich ja immer sehr gern, wenn hier die Macht angesprochen ist, die das Subjekt jeder, ich, du, er, sie ist, verfügt, die Aufmerksamkeit zu lenken. Und diese Macht wird immer wieder von gewissen Apparaten, technischen Apparaten beeinträchtigt, die die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollen mit Werbeunterbrechungen und dergleichen. Aber nicht nur, das ist ja nicht nur die Werbung, das ist ja das ganze Programm an Medien, medialer Aufmerksamkeit, die da herrscht, dient letztlich nur dazu abzulenken, davon sich eigene Gedanken zu machen. Aber wo war ich sitzen geblieben bei der Betrachtung eines solchen Maßes auf einige Merkmale, dass wir infolgedessen von den übrigen Attributen absehen können? Soweit ist es ja klar. Nun aber
verweist er auf Berkeley, der sagt, wie heißt da, esse est percibi, also sein ist wahrnehmen. Diese Polemik ist völlig gegenstandslos, denn gehört die Aufmerksamkeit auch zu jenen Tatsachen des geistigen Lebens, für die, also kennen wir sie doch. Also wenn jetzt sein Wahrnehmen ist, dann ist, dann habe ich die Macht, durch meine Aufmerksamkeit eben auf die Wahrnehmung und dadurch auch auf das Sein. Und hier steht dann das Subjekt konträr zu dieser objektivistischen Aussage von Berkeley, dass das Sein aus Wahrnehmung besteht. Gut, jetzt ist die Festspiel der längeren Passagen. Also angeschnallt bleiben. Helga Eng, Kinderpsychologie, abstrakte Begriffe im Sprechen und Denken des Kindes. Eine Frau am Werk, viel zu selten, wie ich meine. Aber das geht da so um den Wechsel vom 19. ins 20. Jahrhundert. Da geht es dann schon langsam los mit den Damen in den Studierstuben auf den Universitäten. Die Nummer 114, Helga Eng, ENG. Mit Ausnahme einzelner Ausrufungswörter sind die ersten Worte des Kindes beinahe ausschließlich Hauptwörter. Wenn das Kind später merkt, was mit den Dingen geschieht, wenn es Handlungen, Bewegungen, Vorgänge auffasst, so gesellen sich seinem Wortvorrat die Zeitwörter hinzu. Zusammen mit den Substantiven und Verben tauchen dann einzelne Umstandswörter auf. Erst später hat sich die assoziative Abstraktionsfähigkeit so weit entwickelt, dass die Eigenschaften der Dinge zur Beobachtung und damit zur Bezeichnung gelangen. Die Eigenschaftswörter finden sich ein. Das Verhältnismäßige wird vom Kind zuletzt erfasst und die Wörter durch die Beziehungen zum Ausdruck, die durch die Beziehungen zum Ausdruck kommen, die Verhältniswörter und Bindewörter, also melden sich in der Sprache des Kindes zu allerletzt. Sie stellen den höchsten Anspruch an die Abstraktionsfähigkeit. Also vorauszuschicken ist jetzt hier wieder, hier haben wir es mit einer typischen wissenschaftlichen, allgemeingültigen Aussage zu tun, die in ihrer Wissenschaftlichkeit, aber auch im Pauschalen und im Klischeehaften verbleibt. Es ist eine, man muss das Ganze sozusagen in der Relation sehen zu, sage ich jetzt mal, dass jemand die ganze Angelegenheit gar nicht untersucht und sich da gar keine Gedanken macht. So gesehen sind diese Bemühungen natürlich lobenswert und auch von Bedeutung. Aber man darf nicht auf den Irrtum verfallen, zu glauben, dass wir jetzt hier schon Ende der Fahnenstange beziehungsweise das Sahnehäubchen der ganzen Angelegenheit. Denn nur jetzt mal irgendeins dieser Kinder herausgegriffen, gibt es dann schon mal einige Unterschiede zu dem, was hier ist. Da ist durch ein besonderes Interesse, durch eine besondere Beschäftigung dieser Kinder gerade mit so Bewegungsabläufen und dergleichen kann sich das Gewicht
durchaus verschieben. Oder es könnte auch sein, dass die Kinder zwar die Hauptwörter nennen, als erstes nennen, vielleicht sogar deswegen, weil die Eltern ihnen immer Hauptwörter vorplappern. Das Kind könnte aber, obwohl es ein Hauptwort nennt, eine Bewegung meinen. Das ist ja auch nicht, ist jetzt ja hier noch gar nicht klar. Also im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, so statistisch genommen, das sind ja auch alles so Versuche und Vergleiche, wenn andere, also ich bin mit so Experimenten, da bin ich immer ganz vorsichtig, weil man dann, weil es da sehr auf die Konstellation ankommt, wie diese Experimente zusammengestellt sind, wie dann auch die Ergebnisse sind. Aber auch wenn das jetzt, wenn man jetzt mal, man könnte jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt so diese Reihenfolge stattfindet, was lernen wir daraus? Es ist ja nicht so, dass man diese Schwierigkeit des Verhältnismäßigen, dass man die nicht durch Übung, verstärkte Übung, besonders fördern könnte, sodass dann plötzlich, ja, wie es möglicherweise in anderen Kulturen passiert, dass ganz andere Angelegenheiten gewichtet werden und dadurch eben auch, wie schon mal erwähnt, wie es da geheißen hat, ich habe mir einer der wenigen Fälle, wo ich das bedauere, dass ich mir diese Quelle nicht genauer aufgeschrieben habe, weil ich glaube, dass da sicher noch mehr zu holen wäre, wo es da eben geheißen hat, meine Zeit ist gerade um, dass die Europäer den Griechen das zu verdanken haben, dass es in der Sprache hauptsächlich um ein Sein geht, um ein Ist, um die Ist-Zustände. Wohingegen im Arabischen eben das Wollen viel mehr zur Geltung kommt. Und solche kulturellen Unterschiede, die machen sich dann natürlich auch hier in solchen Untersuchungen bemerkbar. Und man könnte jetzt auch durchaus annehmen, dass mit diesen Hauptwörtern auch in erster Linie ein Sein und eine Existenz beziehungsweise im Bewusstsein des Kindes sich so etwas abspielt wie dieses oder jenes ist gegeben, ist da, ist. Oder ich bemerke es, ich habe es gesehen in seiner Existenz und so auf die Art, denke ich mal. Gut, meine Zeit war abgelaufen. Das nächste Mal geht's weiter. Nummer 121. Ja, das war jetzt nicht der richtige. Mit der Nummer 115 verabschiede mich für dieses Mal mit dem obligatorischen Peace. Peace, peace und out.